Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Cruising the Balkans Event Video hier in ETS 2. Wir stehen hier immer noch in Ljubljana und wir schauen mal einfach, wohin die Reise geht. Von hier aus, ich habe schon ein bisschen nachgeschaut, wahrscheinlich geht es wieder nach Bosnien-Herzegowina. Denn Belgrad ist ja schon durch, nach Marburg. Also ich sage es einfach mal, wie es jetzt hier ist. Hier steht ja leider auch Laibach. Ich fände es halt angebrachter, wenn es halt so. Oh, ich für meinen Gebrauch würde es halt passender finden, wenn hier Ljubljana steht und wenn es halt in Kyrillisch steht, wie es bei Belgrad stehen würde. Das sind einfach die lesbare Übersetzung für uns Mitteleuropäer, da steht, die jetzt kein Kyrillisch können. Genau, das ist nämlich zu kurz, das ist unter 200 Meter. Deswegen wird es wahrscheinlich von Ljubljana nach Tuzla gehen. Mit Stoßdämpfern. Ja. Bis der Auftrag, was das betrifft. Und da waren wir noch nicht gewesen in Tuzla, dann würde ich sagen, nehme ich den Auftrag an und ich stelle noch mal kurz das wieder um. Dann seht ihr auch gleich, wie das Ganze hier dann kyrillisch aussieht. Denn das wird, glaube ich, auch so ein Ding sein, was ich dann in Zukunft auch immer machen werde, sodass dann hier nicht jetzt von Laibach nach Tuzla steht, sondern ja, wir haben es gleich. Aber ganz ehrlich, Ljubljana, das kann man aussprechen. Das kann man lesen, das kann man aussprechen. Da bricht man sich nicht die Zunge bei. So. Ja, da haben wir es gerade gesehen. Jetzt haben wir nämlich Ljubljana nach Tuzla war das, ne? War das Tuzla? Tuzla, Tuzla. So muss ich nochmal umhören. So, genug in den Einstellungen rumgespielt. Abfahrt. Haben wir noch ein bisschen was vor uns, ne? Fahren wir, holen wir nochmal ab. Ich hab's gar nicht drauf. Ach, wir fahren weiter für nach Stokes in Tuzla. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sehr gut. Ist so in der Nähe. Sehr schön. Die Stoßdämpfer. Links halten und dann links abbiegen. Dann biegen wir links ab. Biege nach links ab. Biege nach rechts ab. Ja, du musst auch ein bisschen schneller sein, ne? Also. Just saying. Das Ding in der Mitte. Genau, sobald, wie gesagt, sobald sobald ich hier quasi den ersten Teil für mich vom Event abgeschlossen habe, werde ich mir dann einen eigenen Anhänger holen und dann fahren wir mit dem weiter. Wird wahrscheinlich ein Curtainsider werden. Damit wir auch ein bisschen noch pimpen können und genügend Kohle dafür haben. Und kein irgendwie isolierter oder für 88.000 und kein Kühlgut für 133.000 Minimum. Biege nach links ab. Da werde ich das wahrscheinlich eher so machen, dass ich dann mit einem Curtainsider hole für 33, glaube ich, und dann mit dem unterwegs bin. So, wir fahren in den Tag hinein. Das ist belastend. Ich dachte, das würde sogar schon deutlich passender sein. Habe ich mir gedacht, aber okay. Falsch gedacht. Nehmen wir die nächste Schlafmöglichkeit, denn wir wollen ja was vom Event sehen. Beziehungsweise vom DLC wollen wir ja was sehen.
Deswegen glaube ich da hinten auf der Rast, beziehungsweise auf dem Bumsdings hier, ne? Raschette? Das ist Raschette. Hau ich mich dann kurz hin. Und dann fahren wir am Tag. Lass uns eine neue Route finden. Ich merke schon, ich fahre glaube ich im Gegenverkehr. Kann das? Oh, täuscht. Ich glaube, es täuscht. Ach, herrje. Dann gleich auch noch rückwärts wieder hier raus. Wie ungünstig. Noch ein bisschen Kohle. Komm. Ich dachte, jemand hinter uns am Hupen. Machen wir uns mal, drehen wir mal so um. Nicht so, wie ich ursprünglich wollte, aber. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Man kann ja auch nicht alles haben, ne? Jetzt rechts auf Autobahn. Gucken wir mal kurz uns an, wie die Strecke so ist. Klar, hier durch Kroatien durch. Den Weg, den wir schon kennen und dann eigentlich ja bei Osijek geht es dann runter nach Tuzla. Ich glaube, es wird eine coole Fahrt. Allein hier schon mit dem Bahnübergang. Ich hoffe ja, das ist eine Bahnstrecke, die nicht einfach nur Deko ist, sondern es wäre schon nice. So, jetzt gleich links halten. Wir dürfen, glaube ich, voll ausfahren. Naja, gut, außer auf Landstraße dürfen wir nur 80, aber okay. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja in der Regel sowieso so. Eigentlich links halten, zumindest auf den zwei linken Spuren. Auf den zwei linken Spuren, so. Bisschen auf der linken, auf der mittleren Spur, so. Ne, sieht man ja. Ganz gut hier, im Gegensatz zu Italien. Und zwei Pfeile oben angetafelt nicht bedeuten, dass es nur zwei Spuren sind, die in die Richtung gehen, sondern drei. Immer wieder belastend. Fahren wir jetzt auf der anderen Seite im Dream Tunnel durch. Ich glaube, war es nicht hier in diesem DLC oder war das im Road to the Black Sea? Ne, das war ein ATS. Never mind. Da habe ich mir die Achievements angeschaut, wo man dann durch zwei verschiedene Tunnel durchfahren muss, um eine Achievement zu bekommen. Also durch zwei Seiten des gleichen Tunnelstreckenkonstrukts. Bin ich immer gespannt. Ich glaube so am Ende, ich meine, hier waren wir ja schon, jetzt sehen wir es nochmal aus der anderen Perspektive, aus der anderen Richtung kommend. Der Balkanmarkt. Oh, wir haben sogar 90.000 mittlerweile. Nice. Na, wer weiß. Vielleicht geht es ja doch auf isoliert. Aber ich glaube, Curtain-Zeit reicht ja auch schon. Haben wir einen Trailer zumindest schon mal. Aber ich hoffe ja, dass es darauf funktioniert. So, ne? Der Paint-Job. Aber ich denke mal,
Das ist ein allgemeines Ding. Boah, da jetzt hier rechts rauszufahren, ne, ist ja auch saueng für LKWs. Und dann sind wir jetzt beim Grenzübertritt nach Kroatien rein von rechts halten. Slowenien. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Wir werden doch bestimmt durch eine Röntgenhalle müssen. Und ich lasse mich jetzt nicht verarschen von irgendwelchen beschissenen Schranken. Was auch nice wäre, solche Pöller, die quasi mechanisch nach hoch und runter gehen können. Oh, der fährt sogar rechts, krass. Ich sag's so, als ob es was ganz, ganz, ganz Innovatives ist, aber. Ich dachte eigentlich, dass er auf derselben Spur fährt wie ich, deswegen war ich gerade ein bisschen, ne? Überrascht. Und jetzt abbremsen und warten, bis das Mistvieh. Boah, das Mistvieh könnte oben bleiben. Sehr schön, aber die da hinten nicht. Oder? Was? Ein Rutsch durch? Das halte ich ja für ein Gerücht. Vor allem keine Gänzpapierkontrolle. Was bremst du denn? Ernsthaft, was bremst du denn? Oder musst du eher Papiere zeigen? Und einer davor nicht. Ich bin verwundert. Ich kann es mir gerade sonst nicht anders erklären. Mal schauen, ob ich dann. Ich werde das eine größere Video, was ich nochmal aufnehmen wollte, was morgen kommen soll, werde ich. Was für euch morgen kommen soll, werde ich für mich morgen aufnehmen. ja. Ich habe heute auch schon so ein bisschen angefangen. Mit meinen. Meinen Plänen, die ich im Urlaub machen wollte, aber boah. Gut, mit Unterbrechungen und so saß ich jetzt 2 Stunden dran, habe 2 von den ja Rückständen, Kleberückständen von solchen Treppen Teppich aufsetzen runtergekratzt. Also wie gesagt, unterbrechen mich, vielleicht hat sich insgesamt da so eine Stunde dran. Hab 2 Stufen geschafft. Viel zu wenig für die Zeit. Wenn ich mit dem Tempo weitermache, setze ich halt echt noch. Ja. Setze ich da fast eine Woche dran. Mit 15 Stufen. Mal schauen, ob ich morgen alles hinbekomme. Ich hoffe es mal. Ich darf schneller fahren. Ich kann zwar gerade nicht, aber ich dürfte schneller fahren.
Aber ich glaube, ich muss jetzt wieder abbremsen auf 80, weil ich will weniger so ein Kreuz haben. Na, oder auch nicht. Aber gut, ein bisschen geschafft. Das ist ja ganz cool für den ersten Tag. Ich werde dann wahrscheinlich morgen, bevor ich das Video aufnehme, werde ich wahrscheinlich... Jetzt haben wir eine Maut. Wäre ich wahrscheinlich, wenn ich es schaffe, aber wenn ich es schaffe, wenn ich so rechtzeitig ausstehe, wie ich es vorhabe, werde ich dann einfach nochmal in der Stadt und bei Saturn noch das fehlende HDMI-Kabel holen und vermutlich im selben Atemzug dann noch ein 1 Meter Ladenkabel. Wenn es kürzer geht, wird auch kürzer gehen. Halber Meter vielleicht, wobei 1 Meter sicherheitshalber 1 Meter. Dann nochmal in ihr Kopfhörer und wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit noch ein PS4-Controller. So, weil vom linken Joystick ist es halt ab und zu. Denkt er, dass ich ganz langsam nach rechts drücke, oder ganz vorsichtig nach rechts. Dann läuft der Charakter halt in Neverwinter plötzlich ganz langsam umher. Aber auch nicht immer, aber manchmal und dann eigentlich teilweise zu oft. Wenn man dann automatisch läuft, dann bleibt man plötzlich stehen, weil dann der Joystick wieder denkt, hey, ich wurde betatscht, obwohl ich nicht betatscht wurde. Und dann bleibt man stehen. Ist halt ein bisschen zeitfressend und gut. Hat irgendwie auch einen Wackelkontakt. Vermutlich am Anschluss zum Aufladen, deswegen werde ich es wahrscheinlich tun. Auch wenn ich den anderen bestimmt noch nutzen werde, keinen Controller. Also neu, vielleicht kann man den ja reparieren und das Alignment wieder in Gang bringen. Ob es reparieren lassen. Aber, ne? Kann nicht schaden. Und ich hoffe, ich bekomme es gleich hin. Dass ich dann direkt mich ransetze und die restlichen zwei Videos, glaube ich, bearbeite. Und dann ja während des Bearbeitens und dann des späteren Renderns dann auch nebenbei hier Neverwinter auf der PS4 weiterzocken und den Charakter auf Level 20 bringen. Dass ich die ganze Leveling-Kampagne endlich durch habe. Das zieht sich ja doch schon ordentlich hin, ne? Vor allem danach wird mir wirklich Erfahrungspunkte und so. Ich muss dann nur schauen, wie ich so wirklich komplett im Early Game dann AD mache. Wie ich dann auf Astral Diamanten komme. Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch ein gutes Video zu, aber ich glaube, dass es was anderes ist als das, was ich schon kenne. Halt da anscheinend Farbe und so, ne? Aber. Mal schauen. Erstmal gutes Equipment dafür haben, ne? Beziehungsweise etwas, was gut genug ist.
Ich bin noch am Überlegen, ob ich für alle. Also, ich glaube, das geht ja gar nicht bei allen Kampagnen. So beispielsweise Dragon Ring geht ja auch nicht mehr. Dass man da sich ein Biot-Pack kauft und so. Aber für die anderen Kampagnen, vor allem für Storm King Thunder, werde ich garantiert nicht farmen. Sondern da werde ich mir dann schon so ein. Mit die AD erfahren, die konvertieren zu Zen, um mir dann das Bio Pack zu holen, weil keine Lust, 60 plus Tage darum zu eiern. Ich muss nur herausfinden, ob man vom Prinzip her auf der PS4 irgendwie Videos machen kann und Fotos machen kann und die dann irgendwie andersweitig, ja, von der PS4 runterbekommt. Also abgesehen davon, dass man die dann irgendwie instant hochlädt auf YouTube beispielsweise Videos. Rechts halten. Na klar. Aber da bin ich ja noch nicht. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach rechts ab. Na klar. Sind wir schon? Wir sind schon so weit, ne? Krass. Wir sind sogar schon so weit und sind jetzt gleich bei der Grenze nach Bosnien-Herzegowina nach Tuzla. Wir sind schon bald in Tuzla. Krass. Es geht schnell, wenn man nicht so weite Strecken fährt. Wer hätte das kommen sehen? Gut, 130 haben wir gleich auch nochmal, aber... Nix Cash, bitte einmal hier zum Durchfahren. Hä? Weißt du was rechts? Muss ja. Zum Glück nirgendwo Schaden bekommen. Die geht doch kein Safe runter, oder? Ja. Ich hab's. Nicht, ich habe es geschafft, nicht getroffen zu werden. So kann man den Satz beenden. Interessant, keine Röntgenhalle. Sehr schön. Aber hier einmal mit Papieren zeigen, wenn die KI dann mal fertig ist. Geht doch. Zumindest ein bisschen. Mein Gott. Habt ihr alle keine Termine oder was? Ja, geht doch. Wir beginnen erst die Grenzkontrolle. Aber wir sind doch schon drüber.
können wir jetzt endlich wieder hochbeschleunigen. Ah, I see. So viel zum Thema, können wir hier ein bisschen hochbeschleunigen. Bisschen wieder runterbremsen. Oh, einmal hier rum. Da, wo mehr Platz ist. Wir wissen ja, KI steht sowieso. Gibt's wohl Probleme. Ich bleib auch gleich rechts. Ich muss bestimmt durch die Röntgenhalle. Oder? Ich meine, ja gut. Ich wollte gerade sagen, man sieht ja nicht, was ich hinten drauf habe, aber das heißt ja nichts. Man muss auch mit dem Bagger durch. Oder? Nee, muss ich gar nicht. Okay. Sehr gut. Können wir weiter mit den Schoßdämpfern nach Tuzla fahren? Ich hätte da vorne, glaube ich, rausgemusst, oder? Kann das sein? Kann das sein? Wir dürfen nur 70, okay. Wahrscheinlich verpasse ich es genau wieder, wenn wir nicht mehr 70 dürfen, sondern 80 oder 90. So wie jedes Mal gefühlt. Oh boy, aber tust du das noch nicht ausgeschildert? 60 sogar nur. Da ist doch bestimmt, der Ende doch bestimmt auch hier, ne? Ja. Na klar. Abfahrt, weil Baustelle. Wobei, ich glaube, rechts halten brauche ich mich nicht. Oder doch? Das ist alles so verwirrend. Nee, muss ich nicht. Jemals Stoßdämpfer, ich habe welche drauf. Ich erinnere mich noch, dass das schon lange her, dass ich da rumgefahren bin, aber dass auf der Romania-Map es da so eine Ausfahrt auch gab, oder so eine Baustellen-Autobahnkreuz. War auch echt nice, soweit ich mich erinnere. Aber da ist auch schon wie lange her? Locker 7 Jahre. Dann bremsen wir mal ab. Tuzla ist noch gar nicht ausgeschildert. Nur The Boy. Biege nach links ab. Na, wir sind in The Boy. Aber dann sind wir auch gleich in Tuzla. Boah. Ist das fett. Mit den Häusern in den Bergen. Gefällt mir gut. Tuzla ausgeschildert. Also zweite Ausfahrt nehmen. Na klar. Nimm diese Ausfahrt. Ist das schön. Da machen wir ja gar nicht mehr wirklich fahren. Da
ganzen Häusern in den Hügeln oder auf den Hügeln, mit den Feldern in den Tälern und dem Fluss. Zweite Ausfahrt nehmen. Ist das schön. Wenn das schon so schön ist hier inszeniert. In-game, wie schön muss das nur sein in der Realität? Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Okay. Weiter nach Tuzla. Immer geradeaus. Vielleicht haben wir auch hier. Wir haben hier auch eine Firma, aber die gehört dann wahrscheinlich nicht zu. Was war das, Doboy, sondern wahrscheinlich zu Tuzla oder zu Zeneca. Schätze ich mal. Also klar, wird es wahrscheinlich so sein, ne? Aber eins vorbei wird sein, aber nicht Doboy. So, 35 Kilometer noch bis Tuzla. Hoch auf 70. Auch ganz angebracht, würde ich sagen, die 70. Wahrscheinlich sogar teilweise ein bisschen zu schnell. Was? Na, war groß 50? Okay, jetzt sind wir. Dann konnte ich nicht ganz lesen. Immer geradeaus. Aber schon mal sehr viele kleine Dörfer, die befahren werden wir durch. Wir wollen nach Tuzla reinfahren. Wir waren gerade noch in Lukavec. Wie auch immer, verbessert mich gerne. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, gut, die 70. Scheißen auf die 70 gerade. Richtung Sarajevo, wo geht's hier, okay? Was haben wir denn da hinten? Eieiei. Wahrscheinlich wegen des AKWs. Vielleicht. Wegen Kühlflüssigkeiten, was weiß ich. Dass dadurch die Dämpfe kommen. Würde ich jetzt mal behaupten. Demnächst rechts abbiegen. Kann man was erkennen? So ein bisschen. Wirkt so ein bisschen, als ob es auf den Boden kommt. Kann natürlich auch eine Therme sein. Aber ich würde fast eher sagen, dass eher was mit dem Kühlwasser des AKW zu tun hat. Demnächst links abbiegen. Aber auch wenn ihr das wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann sind wir schon bei Stokes. Und ich muss sagen, dieses Stokes Prefab gefällt mir doch schon sehr gut im Gegensatz zu den standardmäßigen, aber gut. Ne, ich meine, Stokes ist ja schon ein Urgestein. Es war ja schon, glaube ich, in UK Truck Simulator und auch in ETS drin. Also noch weit vor ETS 2. Aber es ist sehr schön zu sehen, dass es einen neuen Anstrich bekommen hat. Dann laden wir mal ab. Ausgezeichnete Stoßdämpfer von Ljubljana nach Tuzla geliefert. Gefahrstrecke 480. 37 Minuten habe ich dafür benötigt, 100,
75 Liter Verbrauch, das war der 154. ETS-2 World of Trucks Auftrag und der 7. vom Cruising the Balkans Event im West-Balkan DLC. Und insgesamt der 7. Es gab für 15.255 Euro und 615 Erfahrungspunkte. Dann, na gut, die Werkstatt ist ja direkt daneben. Fahren wir nochmal da eben hin. Wenn wir hier rumkommen würden. Warte, ist das nur eine Werkstatt? Kann man da gar nicht schlafen? Scheint so, da fahren wir noch ein Stückchen weiter. Scheint frei zu sein. Das sieht nicht danach aus, dass man da pennen kann. Auch interessant. Hatte ich bisher, glaube ich, auch noch nicht gesehen gehabt. Wo kann man jetzt hier schlafen? Am Straßenrand, okay. Glaube ich. Nicht? Doch? Ja, doch. Dann machen wir das mal. Ja. Dann bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Cruising in the Balkans Event Video wieder. Oder morgen beim etwas eingeschobenen anderen Video. In Anführungszeichen anderen. In dem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.